Willkommen zurück zu XCOM 2, mein Name ist Latan und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Gameplay. Wie ihr sehen könnt, hier hat es schon richtig ordentlich gekracht. Wir haben hier einige Gegner zur Strecke gebracht. Einen Archont, einen Gesichtslosen und Edwin-Soldaten und hast du nicht gesehen, was sonst noch alles. Und, ja genau, hier noch so ein Codec. Und hier vorne ist die Person, die wir uns schnappen sollen. Im Moment schaut so aus, als wäre hier weiters nichts. Ich werde, weil wir ein bisschen Rundendruck haben, mal hier nach vorne preschen. Und schauen, dass wir uns die VIP so schnell wie möglich unter den Nagel reißen. Haben das Ziel in Gewahrsam. Manus 1-5, Zielidentität bestätigt. Okay. Da haben wir die Person schon gesehen. Und der Abholpunkt liegt im Übrigen hier hinten. Ich habe mir so gedacht, wenn wir jetzt gleich uns die Person hier schnappen, könnten wir hier vielleicht ein Loch reinsprengen und dann direkt zum Abholpunkt verschwinden. Ich hoffe mal, der Plan geht auf. Keine Ahnung, ob das so funktioniert. Vielleicht müssen wir auch gleich nochmal ein bisschen umstellen. Bin unterwegs. Ja, so ganz wohl ist mir nicht dabei, die so weit vorzuschicken, aber es scheint im Moment ruhig zu sein. Und ab geht's! Ja. Dann mach mal Lady hier. Okay, und Boom Boom, den auch noch. Ja, den können wir mal hier hinpacken auf Feldposten. Also Feuerschutz, ich sag immer noch Feldposten, gibt's nicht. Schon so viel Folgen und also eliminieren werden wir, wenn wir die Person auf keinen Fall. Das machen wir natürlich nicht. Und ab geht's. Wenn, dann wollen wir sie schon mitnehmen. Okay, jetzt nehmen wir erstmal unsere Medic. Die ist so ein bisschen ab vom Schuss und ziehen die hier nach vor. Genau, jetzt haben wir die hier vorne, dann machen wir hier mal auf. Tür öffnen. Und? Okay. Dramatische Musik. Verstanden, bin unterwegs. Ja, geh mal hin, schnapp sie dir, die Person. Sag mal da. Zack, ordentlich mit der Faust auf die Fresse. Okay, ist eine Frau. Manus 1-5, Status bestätigt. Zielpaket ist gesichert. Wir gehen hier schön auf Feuerschutz jetzt, weil dramatische Musik. Da sind wir mal ein bisschen vorsichtig. Nicht, dass wir gleich unangenehmen Besuch bekommen. Da will ich ganz gern gewappnet sein. Biete Feuerschutz. Und wie schaut's hier aus? Begebe mich zum Ziel. Und Feuerschutz. Na los, zeigt euch. Ja, ich bin eigentlich ganz froh, wenn die sich gerade nicht zeigen. Bestätigt, drück also auf. Halt mal den Ball flach, mein Freund. Na los, zeigt euch. Nähert sich unserer Position. Oh oh. Manus 1-5, wir haben einen feindlichen Transporter geortet, der auf dem Weg zu ihrer Position ist. Da müssen wir jetzt Gummi geben. Ich werde mal sie hier hinziehen. Werd aber noch nichts machen. Wir werden jetzt erstmal schauen. 2 Plasma. Das ist gut. Dann werden wir jetzt hier, so wie ich es mir gedacht habe, ein Loch reinsprengen. Können wir ein bisschen. Ne. So. Ja, mach mal Boom, komm. Oh. Oh, da haben wir direkt einen umgeholzt von den Soldaten. Das sind noch. Ah, da ist ein Mac. Okay. Naja gut, einen Soldaten haben wir direkt ausgeschaltet, auch nicht schlecht. Dann haben wir hier noch eine Plasma.
Ah, das ist Rino. Ne, Rino würde ich ganz gern auf den Mac schießen lassen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Der hat auch ordentlich kassiert. Das ist schon mal keine schlechte Sache. Was haben wir hier denn? Brand wird wohl bei dem Mac nicht so viel bringen. Aber wir holzen hier mal die Deckung weg. Dann haben wir auch gleich nochmal besseren Schuss auf den Soldaten hier. Oh, den hat's kritisch erwischt. Ja, schimpf du nur. 72. Das machen wir im Moment nicht. Oder was wollen wir machen? Wir warten mal, ob wir eventuell hier den... die ausgeschaltet bekommen. Ah, noch eine Plasma. Ja, mach mal Boom. Komm, Lady. Bam, weg sind sie. Sehr gut. Mehrere Bedrohungen eliminiert. Ja, das hast du fein gemacht. Ah, okay. Noch so ein Formwandler. Was machen wir da? Was machen wir da? Komm, wir müssen eh in die Richtung, dann ziehen wir ihn hier raus. Das dürfte auch nah genug sein. Wen haben wir dann noch? Wer hat dann noch Bewegungspunkte? Blue Chrom kann da, glaube ich, nichts machen. Was ist denn hier? Ziehen wir nochmal nach hier. Und unsere... Ah, die kann leider auch nichts machen. Gut, dann Holz mal ordentlich auf den drauf. Wenn er gut trifft, müsste er direkt raus sein. Schauen wir mal. Oh, hat leider, glaube ich, nicht gereicht. Wie viel hat er denn noch? Einen verkackten Lebenspunkt. Okay. Ah, ne. Nee, das klappt leider nicht. Dann... Jetzt ist guter Rat teuer. Wir werden mal... Hilfsprotokoll ausführen. Nee, nicht auf Rino. Sondern auf Bum Bum. Damit hat er auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Schutz. Und hier gehen wir immer mal überall mal auf Feuerschutz. Ich glaube zwar nicht, dass das allzu viel bringt, denn der wird sicherlich hier unseren Mann attackieren und nicht hier direkt reinlaufen. Okay, jetzt wird's lustig. Und noch ein Mac. Okay. Na gut, nur ein Schaden, das ist okay. Das ist zu verkraften. Jetzt werden wir mal den guten Soldaten hier... Oh, der hat sich regeneriert. Schaut mal da. Mal einen kleinen Empfang bereiten. Verstanden, bin unterwegs. Ja, ich weiß, er ist auf Feuerschutz. Ging aber daneben. Schicke Sache, was haben wir denn hier?
Gasgranate. Kriegen wir da vielleicht alle? Ne, leider nicht. Gas wird dem Mac nichts machen, aber den anderen Soldaten. Wunderbar. Wir ziehen hier. So. Genau. Mal unsere Lady. Was machen wir? Klappt es, dass ich die beide erwische? Ohne dass ich unseren. Ja, das müsste eigentlich klappen. Machen wir das doch. Außer sie ballert es wieder in die Sterne. Das wäre nicht so doll. Zeit zum Schreddern. Okay. Da hat es auf jeden Fall den Gesichtslosen zerlegt. Der Mac hat auch nicht mehr so viele Punkte. Wir werden noch mal eine kleine Plasma hier reinhauen. Jawohl. Ziele neutralisiert. Der letzte Edwin-Soldat wird wohl am Gift verrecken, deswegen werde ich jetzt hier rausziehen. Wird schon nicht passieren. Und nicht weiter auf den Feuern. Gehen hier mal auf, nee, auf Feuerschutz. Feuerschutz. Und unsere Medic schnappt sich mal unsere VIP. Wo liegt die? Ah, da, okay. Dann geht er mal hin. Ja, okay. Ich gehe. Und schnapp sie dir. Und dann geht's straight Richtung Abholpunkt. Der ist hier. Was ist da drüben? Sehr schön. Und Rino. Der. Oh, haben wir unseren. Nee, haben wir nicht. Ich habe schon gedacht, wir hätten die Gasgranate unglücklich auf unseren Abholpunkt geschmissen. Haben wir aber nicht. Ich gebe mich zum Ziel. Und Feuerschutz. Bestätigt, Überwachung läuft. So, der ist raus. Coole Sache. Oh, das hat ein bisschen länger gedauert. Anscheinend haben wir hier doch noch den ein oder anderen Gegner. Ich laufe mit ihr jetzt hier rein, werde sie aber noch nicht gleich losschicken, weil ich sicherstellen will, dass wir auf jeden Fall alle hier in den Abholpunkt reinbekommen. Ja, das müsste aber gut erlangen. Ich glaube, er hat nicht so viele Bewegungspunkte. Nee, das langt. Dann lassen wir hier abholen. VIP in Sicherheit und bereit zur Evakuierung. Sehr schön. Firebrand. VIP ist in Sicherheit. Dann Lady. Auch weg hier. Gehen wir. Bluecrom. Ah, nehmen wir mal hier Dingens zuerst. Bum bum. Sporte los. Coole Sache. Genau rechtzeitig. Ich glaube, viel Verwundete haben wir auch nicht. Allenfalls leicht Verletzte. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Denn los, ich habe vor, nicht lang zu fackeln und gleich die nächste Alien. Das nächste Alien-Gebäude des Avatar-Projekts anzugreifen.
damit die Aliens mal hier ein bisschen Druck von uns bekommen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Und ab die Post hier, komm. Ich bin weg. Und Rino macht Schlusslicht. Bin auf dem Weg. Jawohl, und damit haben wir es geschafft. Ich bin weg. Hatten noch 4 Runden Zeit. Sehr gut. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Okay, 2 verwundete Soldaten. Wir haben 19 Gegner ausgeschaltet. Nicht schlampig. Und damit fliegen wir zurück. Ich bin mal gespannt, wer hier wie lange auf der Krankenstation liegen muss. Lang dürfte es eigentlich nicht sein. Leicht verwundet allenfalls, denke ich. Und dann gucken wir nochmal ganz kurz auf die Map, wie es da ausschaut. Wir müssten jetzt auch Informationen bekommen haben bei dieser Mission. Deswegen habe ich es ja hauptsächlich gemacht, damit wir Infos bekommen. Denn die brauchen wir, um die nächste Widerstandszelle zu kontaktieren. Das kostet uns ja jedes Mal Informationen. So ein War-Anzug hätte ich halt gern noch. So, dass alle am besten mit einem War-Anzug ausgestattet sind. Das wäre eine schicke Sache. Klasse Sache. Ja, Rino humpelt ein bisschen. Oh, Rino ist verwundet. Nicht leicht verwundet. Und hier haben wir eine Beförderung. Das ist auch wunderbar. Was machen wir hier? Salve. Das ist gut hier. Das nehmen wir auf jeden Fall. Das beendet die Runde nicht, wenn wir hier Granaten einsetzen. So, das ist auf jeden Fall super. Und ansonsten war's das. Hier haben wir eine Gefangene. Und ein Codex hier. Hallo, Commander. Und 82 Informationen, Vorräte haben wir auch ein paar bekommen. Sehr schick. Lasst mal noch hier auf die Map gucken. Das ignorieren wir jetzt kurz mal. Vorräte nicht jetzt. Okay. Wir wollen hier runter, um diese Alien-Einrichtung anzugreifen. Setze Kurs auf Sektor 16, Indonesien. Indonesien. Wunderbar. Dann würde ich sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann... Das Labor ist zurzeit untätig und wir verschwenden wertvolle Zeit und Ressourcen, ja, wenn wir keiner Forschung nachgehen. Das, bitte geben Sie uns möglichst bald eine neue Aufgabe. Das Labor ist untätig, weil es nichts mehr zu erforschen gibt, mein Freund. Na gut, also, dann beende ich mal an der Stelle den Part. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch ein Däumchen, schreibt mir in die Kommentare, abonniert meinen Channel und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir Indonesien kontaktieren und das Alien-Gebäude angreifen werden, wenn es denn soweit sein sollte, dass wir das auch angreifen können. Bis dahin eine gute Zeit. Euer Latan.